Cut. So, da wir sind fertig zum Einziehen und jetzt der Shampoo ist bitte. Genau. Hast du noch Eichenholzbretter? Soll ich welche haben? Also es wäre praktisch, ja. Ja, so. Ja. Das waren zwei oder so, ne? Ja. Weil ich habe mir nach der Mehrzahl gefragt. Da musste Balas gleich mal seinen Witz reißen. Ja. Huch, danke. Da hat sich gleich einer draufgestellt hier. Zwei eine Reihe. Da liegen noch welche, ne? Oh, mein Inventar ist voll. So. Dann fülle ich das Ganze schon mal alles aus hier. Und dann haben wir schon mal eine Etage Nummer Uno geschafft. Nummer 1 so. Ja. Wollen wir auch wieder sowas Cooles reinmachen wie in dem anderen? Ja. Würde ich sagen, oder? Okay. Wobei in der obersten Etage vielleicht was anderes rein kann nachher, weil das haben wir ja schon mal gemacht. Nämlich im, hier im Dingenshaus, weißt du? Ne? Weißt du? Dingenshaus? Ah, im Dingenshaus, ja, logisch. Im Bauernhaus, ballerst du dein zu viel hingesetzt. Nein, du hast deinen Umdruck. Ich hab's ganz genau gesehen, meiner war zuerst da. Ansonsten, was mir gerade so einfällt, so in puncto Folge 200 kann man ja eigentlich auch mal fragen, was die Leute so vielleicht sich vorstellen könnten, oder? Ja, stimmt, könnte man auch machen. Also, weil wir hatten ja gerade so kurz vorher nochmal drüber gesprochen, dass wir ja bald schon Folge 200 in Minecraft erreichen. 200! Aber nach der Gamescom erst. In Worten 200! Genau. Zahlen 200! Aber wie gesagt, das erst nach der Gamescom, genau. Weil wir ja dann im Urlaub sind. Und dementsprechend, was würdet ihr euch denn von uns wünschen einfach so für Folge 200? Also habt ihr da Ideen, Wünsche oder sagt ihr von wegen, lass dich mal selbst was einfallen, Idioten? Ich selber irgendwas, weil wenn wir uns selber was einfallen lassen müssen, dann erzählen wir euch nur eine lustige Geschichte. Genau, kommt eine Frau beim Arzt. In der nächsten Stunde. Also würde mich allerdings aber wirklich mal interessieren, was ihr so sagt. Wenn ihr Bock habt und Ideen habt, dann immer her damit. Wenn nicht, dann, wie gesagt, überlegen wir uns eben selbst weiter. Es ist übrigens auch so, dass wir die ganzen Kommentare und so weiter auf jeden Fall weiterhin verfolgen werden. Also genau. Auch wenn wir nicht uploaden, aber so ab und an gucken wir schon mal in die Kommentare rein. Und wir lassen euch vielleicht auch mal eine Antwort da, wenn wir einen guten Tag haben. Genau. Also immer her damit. Vielleicht habt ihr eine geile Idee. Wir haben noch keine, nur mal so. Ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, für geile Ideen gibt es 100 Euro, aber nee, dann wären wir arm. Ja. Kommen sie alle an mit geilen Ideen. So, ich habe eine geile Idee. Weißt du, und dann musst du zahlen. Ja. So, blöd gelaufen. So schnell kannst du gehen. Ja. Ich bin so doof. Ja, wissen wir. Ich baue die Erde weg, um Blöcke hinzusetzen. Und was baue ich dann hin? Statt Erde? Den Blöcken? Erde. Gut. Voll gut, ne? Vielen, Alter, vielen. So, dann gehe ich nochmal kurz nach Hause. Ja, aber wie gesagt, wichtiges Thema, machen. Go, go. Pew, pew. Genau, go, go Power Rangers. Genau, und ich greife jetzt hier immer so ganz beschissen an mein Mikrofon herum. So. Ah, ah, Jubi hat mich am Hals. Was? Stirb. Du Flasche. Weil die hatte ich gerade wirklich am Hals, die Flasche. Du hast die Flasche im Hals. Alter, was machst du mit deinen Flaschen? Ich schieb sie mir in den Hals. Ja, also trinke ich auf Ex, ohne zu kleckern. Flasche rein. Oh, oh. Dann schiebst du die Flasche im Ganzen mit runter, ne? Ja. Deswegen bin ich nie betrunken. Junge, das ist eklig. Aber lustig. Ich glaube, von der Größenordnung dürfte es ungefähr an unser altes hinkommen. Ja, mag sein. So, Pi mal Daumen geschätzt jetzt so. Ich würde sagen, dass den Boden für die obere Etage bauen wir aus Stufen, oder? Hä?
Boden für die oberen Etagen? Ja, um jetzt da oben eine nächste Etage drauf zu bauen. Achso, du meinst Half-Slabs oder was? Ja, genau. Aha. Ich dachte schon, das sind Stufen, was? Ja, das sind Stufen. Also im Deutschen heißen die Stufen eben. Keine Ahnung, ich kenne sie alle. Ich nenne sie Half-Slabs. Ich habe auf einmal wieder Cobblestones. So. Ja, so. Hallo? Hallo. Willkommen. So. Hallo. 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 Ah, das sind, ist so ein Spiel, das können wir übrigens ewig machen. Hallo. Ja, können wir. Und damit belästigen wir euch mal lieber nicht, deswegen gehe ich da jetzt gerade dicht drauf ein. Hallo. Oh. Du bist gemein zu mir. Ignoriert mich. Und mit ewig meine ich übrigens auch ewig. Ja, da können wir uns Stunden mit beschäftigen. Ja. Wir sind so leicht zu unterhalten. Ja. Oh, ups. Hallo? Hier liegt, da habe ich keinen Block falsch gesetzt gehabt. Nein. Achso. Würde ich nie machen, kann mir gar nicht passieren sowas. Man, das wäre ja auch so fatal schlimm. Ja. Boah, Alter, ich würde so abkotzen, wenn du das jetzt gemacht hättest. Ja, ich auch, aber ich habe es ja nicht gemacht. Ja, dann ist ja alles gut. Ich habe ja Skill, ich bin ja nicht Yubi. Achso, ja. Hast du Schniefen gerade im Anschluss gehört? Was? Du schniefst? Hab ich gerade so gemacht. Achso, ja. Ja, warum? Mein Mikrofon schiebt sich immer weg von mir. Hör auf damit, Mikrofon. Es hat Angst vor dir. Ja, ich glaube auch. Berechtigt. Ich glaube, ich stinke schon wieder so sehr. Ja, so machen wir Gamer das. Wir stinken nun mal. Ja, es tut mir leid, Mikrofon. Ich entschuldige mich. Nicht. Und ich werde es machen wie immer. Wie immer. Ich hab schon einen Plan, nämlich nach der Gamescom werde ich duschen gehen. Und ich wette, das sind so Betten, die man nicht auseinanderschieben kann. Ja, und nachts kuscheln wir doch eh immer miteinander. Oh, das wird so. Tu mal nicht so. Freu dich doch auch drauf. Ja. Siehst du? Was sind denn so deine Erwartungen an die Gamescom? Boah, jetzt kommt's. Jetzt kommen die philosophischen Themen. Also, ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich kein Consolero bin, aber ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt, die Xbox One und auch die PS4 anzuspielen. Wird man da schon anspielen können? Ich weiß es gar nicht. Yep. Kann echt? Man. Sicher? Yep. Haben Sie? Yep. Okay. Also, darauf bin ich einfach sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, es gibt ein paar anständige Sachen, die man da anspielen kann. Ja, was ich gerne mal testen würde, wobei ich schon weiß, wie es wird, wäre Assassin's Creed, würde ich einfach gerne mal anspielen. Ich glaube, es wird schlecht. Hallo. Ja, wahrscheinlich ist der Konsolenteil wieder toll. Und, Konsolenteile waren auch nie toll. Ja, aber auf jeden Fall bugfreier als die auf dem Rechner. Kann ich auch nicht sagen. Ja, doch. Also gut, ich weiß nicht, wie es hundertprozentig am Rechner ist, da habe ich es nie gespielt, aber an den Konsolen gab es auch so Sachen, wo ich gesagt habe, Alter, nein. Ja, aber wie gesagt, das würde ich halt wenigstens gerne mal anspielen. Und ja, ansonsten will ich einfach das League of Legends Turnier noch sehen. Und ich weiß sonst gar nicht, ehrlich gesagt, was so an Spielen noch kommt. Also was ja hoffentlich dann auch mit vertreten ist, weil da hast du mir damals das Video von der E3 gepostet hier, Bayonetta 2. Ja, stimmt. Also das könnte durchaus sein. Das wird auf alle Fälle was ich anzocken will, auf alle Fälle. Weil Bayonetta, den ersten Teil habe ich auch gespielt, ist halt absolut episch. Ich habe viele Ausraster da drin gehabt, weil das Spiel einfach teilweise schwer ist, aber das finde ich gut. Also wenn man es vergleicht, es geht ja in die Richtung von Devil May Cry. Devil May Cry ist easy und Bayonetta ist fick dich. Ja, was mir gerade so einfällt, was ich auch gerne noch sehen würde, wäre, oh Gott, wie hieß es denn jetzt? Ich meine Cyberpunk hieß es. Cyberpunk 2077? So. Ja, genau. Ich weiß, welches Spiel du meinst, aber ich weiß nicht. Ich glaube, so hieß es. Das würde mich auch auf jeden Fall noch interessieren. Würde ich auch gerne mal anspielen, weil damals gab es ja bloß einen Render-Trailer davon. Und ja, gut, beim Render-Trailer kannst du halt nicht so viel anfangen, ne? Nicht so wirklich, nein. Also der Render-Trailer war ja absolut episch. Also der war so geil inszeniert, der hat einen sofort angemacht. Juve hat er angemacht. Ja. Aber was sonst so passiert, weiß ich nicht. Also das wäre auch noch was ich auf jeden Fall spielen will. Ich
ich fänd's ja auch cool, wenn man irgendwie mal so ein bisschen so mit so einem Entwickler ein bisschen quatschen könnte. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich eher schwierig. Das wird wahrscheinlich wirklich eher schwierig, ja. Ansonsten hoffe ich, dass ich ein neues Mauspad bekomme. Warum das denn? Warum brauchst du ein Mauspad? Weil meins von der letzten Gamescom jetzt so langsam den Geist aufgibt. Okay. Also ich habe letztes Jahr eins gefangen und da löst sich dann jetzt so langsam der Belag. Also das wäre so meine Erwartung, dass ich einfach noch ein Mauspad bekomme. Was hast du denn gefangen? Das ist eins von, Moment, von End of Nations. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich habe einfach das Mauspad mit Vorbeigehen gefangen. Alle Leute haben mich ganz böse angeguckt, weil ich nur so quasi da dran vorbeigelatscht bin und so geguckt habe, was machen die denn da auf der Bühne? Okay, alles klar, geh dann da dran vorbei und auf einmal kommt so ein Mauspad so auf mich zugeflogen und ich fange es einfach. Du hörst deine Stimme, boom, Headshot. Ja, und die Leute, also nein, da standen so ganz viele Leute so ganz gierig da drumherum, so, ich will das Ding. Und alle so die Hände in die Luft und so, ne? Und Yuffie rennt da eben ganz entspannt lang und denkt sich so, was? Oh, guck mal da. Hey, cool, ein Mauspad einpacken. Okay. Und die anderen also falls, Leute, jetzt auch. Falls ihr da wart und den Yubi gesehen habt, ne, ich gebe euch mal seine Adresse. Also, wer wegen einem Mauspad verprügelt hat, hat sonst im Leben nichts zu tun, muss ich ja auch mal sagen. Hallo, wir sind Gamer, ja, wir gönnen uns nichts. Deswegen flamen wir uns doch alle immer gegenseitig. Achso. Hast du noch Eichenholz jetzt über? Wenn nicht, müssen wir nochmal irgendwie farmen gehen. Ja, müssen wir. Gut. Aber hier sind ja zum Glück ein paar Bäume. Ja, aber die jetzt hier so in direkter Umgebung abzureißen, finde ich eigentlich ein bisschen uncool. Der hier ist uncool, der Baum, deswegen nehme ich den weg so. Den wollte ich weghaben, der hat mich gestört. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht so richtig, auf was ich mich dann oder was ich noch erwarte. Ich freue mich einfach darauf, dich zu sehen, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Oh, Schleimer. Ja, aber es ist doch so, es ist auch schon wieder 8 Monate her, dass wir uns mal so richtig gesehen haben. Also richtig also mit anfassen und so. Das wird ja so der ein oder andere vielleicht noch mitbekommen haben, dass wir uns ja zu Silvester getroffen hatten. Ja, wo wir auch ein sehr schönes Spiel hochgeladen haben, Perspective. Ja, was wir auch falls schon erwähnt hatten. Falls ihr es noch nicht von uns gesehen habt, nochmal gucken. Ja, genau. Falls ihr es schon von uns gesehen habt, trotzdem nochmal gucken. Genau. Also, darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten, weil es einfach so ein Party-Urlaub-Wochenend-Woche wird. Ich habe keine Ahnung, wie man es genau beschreiben soll. Wir werden die ganze Zeit so besoffen sein, willst du damit sagen? Ja, es wird wahrscheinlich einfach der Jahresurlaub. Wir gehen auf die Gamescom, stockbesoffen und verbringen da einen schönen Tag. Ja, und wissen nächsten Tag nicht mehr, was wir eigentlich gemacht haben. Aber ist egal, wir holen uns einfach das nächste Bier. Dann gehen wir nochmal hin, weißt du? Und dann kriegen wir von allen Stellen gesagt, so, hey, ihr habt hier nichts mehr zu suchen. Ja, oder das. Was? Warum das denn? Ihr Assis! Ja, ansonsten freue ich mich halt auch schon so ziemlich stark auf Köln, weil ich habe da ja noch einen Kumpel, den ich dann auch mal besuche, den habe ich auch schon ganz lange nicht mehr gesehen. Ja, und da werden wir uns dann schon ein bisschen eine schöne Zeit machen. Jupp. Aber wird schon alles ganz nett. Ganz nett. Pff. Na doch, ich glaube schon. Halt noch ein. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ja, und das ist jetzt auch gerade die letzte Aufnahmesession von dem Urlaub hier. Ja. Deswegen, wir prügeln uns das letzte Mal durch die Gegend. Apropos, wir prügeln uns das letzte Mal durch die Gegend. Ich bin auch so ein Held. Ja, warum? Ich wollte ja nebenbei noch ein Render laufen lassen. Ups. Ich hab wieder kein Upload vom Barlast. Na toll. Doch. Schalte ich jetzt an. So, Moment. Tüdelü. Oh, halt, Moment, falsch, da muss ich hinklicken. Weißt du, der kann's. Ich kann nicht auf den Desktop gehen, mal eben. Ja, ist okay, so. So, Render läuft. Aber ich sehe gerade, ich habe einen kompletten Browser noch offen. Hoffentlich schreibt mich jetzt keiner an. Aber das wird eh nicht passieren, mir schreibt ja sowieso keiner an. Ich hatte ja keine Lieb, wisst ihr? Okay. Ja, stimmt schon. Ich meine, hallo, wer hat Luvi schon lieb? Ja, weiß ich auch nicht. Den Luvi kenne ich aber auch gar nicht. Der Luvi, das ist ein Arschloch, also. Das ist. Falls ihr euch irgendwo Luvi nennt, ne? Das wollte ich nur erwähnt haben. Ja. Das fand ich irgendwie so ein bisschen wichtig. Schon gut. So,